Predigt für den 30. Juni 2019, Pater Rolf Hemmenlingen, Dorsten, 27. Juni 2019. Unterdrückt die Kirche die Wahrheit? Kämpft die Kirche gegen die freie Meinungsbildung? Ist die Kirche die schlimmste Zensurbehörde? Derlei Vorwürfe kursieren heute noch. Tatsache ist, die Kirche verbietet das Lesen und Verbreiten von bestimmten Büchern. Dabei gibt es sowohl ein allgemeines Bücherverbot, das heißt Grundregeln, nach denen Bücher bereits an sich verboten sind, als auch den Index, also ein konkretes Verzeichnis der verbotenen Bücher. Ein konkret verbotenes Buch ist die Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant. Hat die Kirche verhindern wollen, dass die Menschen sich mit Kant beschäftigen, hat die Kirche Kant deshalb auf den Index gesetzt, weil nicht die Kirche, sondern weil Kant den Weg zur Wahrheit zeigt? Tatsache ist, jeder Priesterkandidat wird im Studium der theologischen Fachliteratur oft mit Kants Ideologie konfrontiert, vor allem in Dogmatik und Moraltheologie, auch in Kirchengeschichte. Die gesamte Theologie in ihrer spekulativen Eigenart ist bereits von Philosophie durchdrungen und obendrein müssen alle Priesterkandidaten auch umfangreiche philosophische Studien absolvieren, worin Kant ebenfalls zur Sprache kommt. Und auch in der katholischen Standardliteratur, die sich ausdrücklich an Laien richtet, findet man Kant-Informationen wie in diesem Lexikon-Eintrag. Kants Gottesbegriff deckt sich nur scheinbar mit dem Christlichen. Auch abgesehen von der Dreipersönlichkeit Gottes sind beide grundverschieden. Kants Gott ist nur dazu da, dem sittlich Würdigen die Glückseligkeit zu verschaffen. Im sittlichen Bereich ist der Mensch schlechthin autonom, das heißt selbstgesetzlich. Gott hat ihm nichts zu sagen. Das Sittengesetz ist nicht das Gesetz Gottes, sondern das Gesetz, das die Vernunft sich selbst gibt. Johann Gottlieb Fichte dachte durchaus Kant zu Ende, als er dessen Begriff von Gott fallen ließ und an seine Stelle die moralische Weltordnung, die wir selbst verwirklichen müssen, setzte. Solche Grundkenntnisse sind eigentlich für jeden wichtig und wohl für sehr viele regelrecht notwendig. Einerseits erweist sich das Bücherverbot als Schutz, um den schädlichen Einfluss falscher Aussagen einzudämmen. Andererseits besteht weiterhin das Recht und oft die sehr schwere Pflicht, sich über die Gründe eines konkreten Bücherverbots zu informieren. Das und insbesondere warum die Ideologie von Kant und Fichte zerstörerisch ist, muss also vielen klar sein. Denn in Kants absurder Fantasiewelt wird ein halsnotwendiger Glaube mit den Grundwahrheiten Schöpfung, Sündenfall und Erlösung nicht geduldet. Der Gottesbegriff von Kant und Fichte ist nicht der katholische. Wer mit Kant hält, steht außerhalb der Kirche. Wahrheit bleibt immer Wahrheit. Die beiden größten katholischen Theologen, Augustinus und Thomas von Aquin, entfalten auch Gedanken, die bereits von den beiden größten heidnischen Philosophen, Platon und Aristoteles, formuliert wurden. Die Bedeutung von Thomas von Aquin wurde in vielen lehramtlichen Texten bestätigt und ist sogar ausdrücklich im katholischen Kirchenrecht festgeschrieben. Doch in den Jahren 1962 bis 1965 trafen sich ein paar Bischöfe im Vatikan. Ihr Treffen nannten sie Zweites Vatikanisches Konzil und um die Kirche zu zerstören, engagierten sie einen sogenannten Geist des Konzils, jemanden namens Karl Rahner. Über diesen Karl Rahner hat der Philosoph Walter Höres einen kleinen Text geschrieben. Der veruntreute Thomas, Rahners Fehlstart in Freiburg. Wie Höres nachweist, verdient Rahners angebliche Thomas-Interpretation den Namen Etikettenschwindel. Denn sie ist ein an Kant, Fichte, Hegel und Heidegger orientierter Entwurf, den er in Thomas hineinliest. Dieser Etikettenschwindler Rahner prägte dann den Etikettenschwindel Vatikanum II. Zentral ist die Vatikanum II-Behauptung, nicht-katholische Gemeinschaften seien Mittel des Heiles. Damit wird das Dogma von der kirchlichen Heilsnotwendigkeit ausdrücklich geleugnet. V2 ist ausdrücklich heretisch, das heißt, wer sich zu V2 bekennt, steht außerhalb der katholischen Kirche. In V2 spricht gewissermaßen auch Kant. Gott hat in der V2-Religion nichts zu sagen. Für V2 zählt das Gesetz Gottes nichts.
Der Gott von V2 und der wahre Gott sind grundverschieden, eben Etikettenschwindel. In der V2-Religion wird besonders ein Buch gefeiert, Grundkurs des Glaubens von Karl Rahner. Jemand namens Josef Ratzinger schrieb dazu eine Rezension. Ein großes Buch. Man muss dankbar sein, dass Rahner als Frucht seiner Bemühungen diese imponierende Synthese geschaffen hat, die eine Quelle der Inspiration bleiben wird, wenn einmal ein Großteil der heutigen theologischen Produktion vergessen ist. Eine vollständige Analyse von Rahners imponierender Synthese, die für Ratzinger und seine V2-Gruppe eine Quelle der Inspiration bleiben wird, würde jetzt zu weit führen. Aber nochmals, wer die Möglichkeit der intellektuellen Auseinandersetzung mit Glaubensinhalten hat, der hat je nachdem auch eine äußerst strenge Pflicht, vor sich und vor anderen zu erklären, warum er katholisch ist, beziehungsweise warum er antikatholische Ideologen wie Karl Rahner und Josef Ratzinger ablehnt. Aber sind Kant, Fichte, Rahner etc. nicht viel zu kompliziert? Zugegeben, so mancher wird von deren ganzem Wortschwall wirklich überfordert sein. Selbst wer allgemein intellektuell begabt und konkret philosophisch, theologisch geschult ist, muss trotzdem sehr viel der überaus kostbaren Zeit aufwenden dafür, solche Machwerke überhaupt zu lesen. Nochmals, der Index behindert nicht die Wissenschaft, er unterdrückt nicht die Wahrheit, sondern er warnt vor Gefahren, die man ansonsten nur schwer oder gar nicht durchschauen könnte und durch die man gegebenenfalls sein ewiges Seelenheil verlieren könnte. Sicherlich ist bereits der Wortschwall von Vatikanum II ein Hindernis, dort den Blick für das Wesentliche zu gewinnen. Aber für jeden sind die V2-Früchte sofort absolut unausweichlich, unübersehbar. Gotteslästerung, Gottlosigkeit, Gotteshass in allen Bereichen, ob von sogenannten Theologen in öffentlichen Auftritten, ob sogenannte Gottesdienste wie Karnevalsmessen und Theatermessen, ob die Bewertung von Unzucht und Ehebruch und so weiter. Und die allgegenwärtige sogenannte Ökumene, das heißt die Einheit im Kampf gegen die Wahrheit, vergegenwärtigt jedem sofort, immer, unausweichlich, unleugbar, die V2-Kernheresie von den nicht-katholischen Gemeinschaften als Mitteln des Heils. Wir müssen sowohl uns als auch andere vor den falschen Propheten schützen. Wir müssen darauf achten, dass weder wir noch andere in die Irre geführt werden. Es ist wichtig, die Hintergründe der V2-Ideologie zu kennen und es ist wichtig, die Orientierungshilfe des Bücherverbots zu nutzen. Hören wir also auf die katholische Kirche, auf die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Halten wir treu zur wahren, unfehlbaren Lehre der katholischen Kirche, damit wir dereinst teilhaben an der ewigen Freude des Himmels. Amen.